Hallo und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Okay. Bevor das Video losgeht, noch wie immer eine kleine Werbung. Auf Instant Gaming könnt ihr Spiele von unterschiedlichen Plattformen zu ihren besten Preisen kaufen. Egal ob PlayStation, Xbox, Switch oder die ganzen anderen PC-Publisher, wie zum Beispiel Steam oder GOG.com. Aber auch alte Konsolengames werden dort angeboten, sowie auch Geschenkkarten wie zum Beispiel Xbox Live oder PS Plus. Schnelle Lieferung, einwandfreier Support und natürlich beste Preise. Bewertet von Trustpilot mit hervorragend. Weitere Info und Link dazu in der Videobeschreibung. So, da sind wir wieder. Watson, what? Ah, hier kann ich verkaufen. Ja, okay. Muss ich jetzt aber nicht. Ich habe ja nichts, was ich verkaufen kann. Hey. Du bist es. Hast du mit Barry geredet? Kommt er endlich wieder klar? Lass es einfach, Mendes. Hey, was hat Barry euch über den Freund erzählt, den er verloren hat? Nicht viel. Hat eher selten von ihm gesprochen. Aber Barry meinte mal, er wäre der Einzige, der ihn versteht. Ist schön, so jemanden zu haben. Barry ist in schlechter Verfassung. So schlecht, dass er lieber mit einer Schildkröte als mit euch beiden gesprochen hat. Ist das komisch? Im Gegenteil. Das ist verdammt traurig. Barry hat das Leben als Cop zugesetzt. Habt euch über ihn lustig gemacht. Also hat er euch nichts mehr gesagt. Und außer euch hatte er niemanden. Außer einer Schildkröte. Sein bester Freund. Geerbt von seiner Oma. Bis Andrew starb. Scheiße. Das glaube ich nicht. Verarscht mich! When danger lurks. Klar, weil Bullenverarsche eins meiner Hobbys ist. Aber warum würde er uns anlügen? Er hat über die Schildkröte gesprochen, als wäre sie ein Mensch. Was glaubst du, wie Mendes reagiert hätte, wenn Barry zugibt, dass er mit Tieren spricht? Gott, Barry. Ich dachte, er macht einen auf Drama, Queen, dass er drüber wegkommt. Ich muss mit ihm reden. Wird auch Zeit. Danke für die Hilfe. Das ist für deine Umstände. 1000! Kann ich noch was für euch tun? Also, irgendwas vielleicht? Also, ich brauche noch so 200.000. Also die kann ich euch gerne, ne? Also, ne? Ich will das jetzt zuhören. Der hat sich wahrscheinlich schon gedauert. Also der ist schon. Ich hab doch gesagt, ohne Durchsuchungsbefehl kommst du nicht rein. Verdammt, Barry. Wenn wir reden. Petrova hat mir erzählt, dass dein letzter Fall heftig war. Der Boss meinte, du sollst dicht halten, hm? Hatte auch mal sowas. Ein dreckiger Kindermörder. Nixer war im Petrocamp-Vorstand, also konnten wir nichts tun. Den Anblick vergesse ich nie. Dieses kleine Kinderhemd. Grün. Der lustigen gelben Katze. Komm rein. Nein, 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 nein! Da war noch was, da lag noch so ein Ding, Mann. Wer ist da? Niemand. Hat das gehört? Okay. Nix. Nix gemacht. Okay. Gut, haben wir das schon mal abgeschlossen? Immerhin etwas. Ah, hier liegt auch noch was. So. Macht, wir haben auch einen Reisepunkt hier, ne? Der wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Achte, der ist hier. Dann. Das nehme ich schon mit. Dann muss man hier hoch. Dann müsste er hier sein, yes. Ach, da. Okay. Oh, es gibt
so viel zu tun hier, ey. Also ich glaube, von der Größe her kommt das an vielleicht sogar an Witcher ran. Könnte es passen? 300 Folgen. Wäre natürlich nice. Lizzie's Bar. Ja, das sieht richtig aus. Ich laufe einfach über die Straße. So. Hallo, meine Schnuckelhäschen. Darf ich einfach rein? Ja, darf ich. Hey, hab ich dich hier nicht schon mal gesehen? Oh Gott. Gesichter kann ich mir gut merken. Ja. Hier für ein bisschen Spaß. Ich muss mit Punch und Judy reden. Ist sie in ihrer Bude? Mhm. Treppe runter. Ich sag Judy, dass du hier bist. Kannst du machen. Keine Kunden, sonst fliegst du raus. Hey, ich mach doch gar nichts. Wirf mal einen Blick hier raus. Hm? Sag mir, Baby, sehe ich so gut aus? Judy ist mal wieder total peinlich. Hey, wo willst du hin? Hier gibt's nichts zu sehen. Gut sein. Ist eine Freundin von Judy. Ja. Cool. Also hier überall diese Stacheltypen, ne? So richtig so punkmäßig. Hab ich noch. Kann ich hier was. Oh, darf ich? Oh, hier ist noch was. Das Tagebuch. Oh, cool. Schick mir nicht jedes Joy-Toy, das du triffst, hier runter. Was zur Hölle soll ich mit all denen anfangen? Mach ich gar nicht. Muss unser Ruf sein. Wer Hilfe braucht, kommt halt her. Soweit ich weiß, leiten wir kein Heim für Obdachlose. Hab dich nicht so. Sie verdienen eine Chance. Könnte sich vielleicht lohnen. Mit etwas Geduld wird es sich sicher lohnen. Lohnen? Die schaffen es nicht mal, für sich selbst zu sorgen. Wie sollen sie das auch, wenn sie die nicht auf der Gosse kommen? Aber wer weiß, vielleicht überraschen sie dich. Ich hasse Überraschungen. Mhm. Ich spüre förmlich den Gemeinschaftssinn. Los, wir sind noch nicht fertig. Oh, doch, und ob wir das sind. Hey. Ich möchte dich was fragen. Dauert nur eine Sekunde. Jetzt nicht. Später, okay? Okay. Dann halt nicht. Hey, Judy. Na? Lässt einfach nicht locker, oder? Nö. Aber ich mag deine Tastatur. Mehr zu sagen. Ich dachte, ich hätte das klar gemacht. Mox und Nomaden sind gar nicht so verschieden. Beide reden ständig von Gemeinschaft und Zusammenhalt. Ich mag die Tastatur. Klassisches Dilemma. Was ist wichtiger? Familie oder die Welt da draußen? Es ist nur ein Club. Deine Philosophie interessiert hier keinen. Hm. Worum ging's da eben? Jeder in dieser Scheißstadt lebt in seiner eigenen kleinen Blase. Entweder du steigst in ihr auf, oder du versinkst mit ihr im Dreck. Susie scheint zu wissen, was sie will. Ist sie dein Boss? Bist du extra hergekommen, um nach irgendwelchen Mocks zu fragen? Na, ich suche Evelyn. Hör mal, hast du Evelyn gesehen? Ich muss sie sprechen, es ist wichtig. Wieso? Damit du sie zum Sündenbock für deinen verpfuschten Job machen kannst? Was heißt dieses Fünf? Ich muss wissen, für wen sie gearbeitet hat. Mehr nicht? Mehr nicht. Judy, mach dir keine Sorgen. Ich krümme ihr kein Haar. Warum sollte ich? Okay. Na gut. Evelyn ist eine Puppe. Hat früher im Clouds gearbeitet. Das Zigarettenetui auf dem Schreibtisch, da steht die Adresse. Gib es Evelyn, wenn du sie findest. Megatower? Wie dekadent. Danke, Judy. Ich mag dich. Ich mag dich, Judy. Hast du gehört? Ich mag dich. Warte. Lass mich wissen, wie es ihr geht. Okay? Ja, klar. Ich ruf dich an, okay?
Danke. Danke, Vi. Kein Problem. Tschüss. Viel Spaß mit was auch immer du gerade machst. Puppe. Warum überrascht mich das nicht? Du bist ein Engramm in dem verblassenden Verstand. Dich sollte nichts überraschen. Ist doch was. Okay, dann gehen wir also ins Cloud. Warum auch nicht? Irgendwie weird. Na? Siehst du? Na? Hi. Hallo. Hallo. Okay. Gott, sieht das seltsam aus. Der Keanu. Glaubst du, ich bin eines Tages so aufgewacht? Das ist das wahre Leben, ein Märchen. Ach, echt? Hier muss ich durch. Ach, das ist die Susi. Na, Susi? Was starrst du so? Wenn du was zu sagen hast, spuck's aus. Gott, wie sitzt du denn da? Der schreit mit Judy. Worum ging's da? Was geht dich das bitte an? Willst du mir auch eine Predigt über Verantwortung für andere geben? Geh lieber, dein hohes Ross wartet. Ich bin nur neugierig. Neugier bringt dir absolut gar nichts, wenn du nicht die passenden Fäuste und Eier mitbringst. Ich hab das hier. Ich kann meine Waffe nicht sehen. Abgehört, ihr helft draußen manchmal Mädchen. Das ist lange her. Und wie alles, was lange her ist, war es ziemlich blutig. Wie war das? Irgendein Aufstand? Ein Mädchen ermordet von einem Tiger Claw? Nicht die erste, aber die hat's ins Rollen gebracht. Die Leute hatten genug. Die Straßen waren voll mit geballten Fäusten. Mädchen, Zuhälter, Ausgestoßene. Eine richtige Freakshow. So fingen die Mocs damals an. Ist aber lange her. Das hier ist ein Geschäft, keine Heilsarmee. Ich kann nicht jeder helfen. Muss mich um meine eigenen Mädchen kümmern. Die Mocs gehen vor. Okay. Ja, den Rest frage ich lieber nicht. Man kann ihn nicht wissen. Tschüss. Oh, was für ein süßes kleines Gesichtchen. Gib's zu, hier geht's um Judys Wirtus, oder? Geiler Scheiß, find sogar ich. Keiner kann Judy das Wasser reichen. Schleift Wirtus wie Diamanten. Gut gesagt. Hallo. Okay. Ja, wir sind ja hier fertig dann, ne? Ah ja, Terminator. Ach, siehst du, dass die... Ach so, sie ist jetzt nach drin gegangen, okay. Was hat er hier? Muss er kacken oder was? Man nennt mich Mr. Hands. Wenn du Jobs in Pacifica suchst, ruf mich an. Ich bin Vi. Was? Kein schön, dich kennenzulernen? Es ist mir eine wahrhafte Ehre. Oh. Wenn du Jobs suchst, ruf an. Cool, alle wollen mich. Da eigentlich nicht schlecht, oder? Warum habe ich jetzt... Naja. Ruf mal die Arch. Moin. Ich muss ja nach unten sogar. Orbital Air. Ich finde das so cool, diese ganzen verschiedenen Werbeplakate hier. Moment mal. Ich muss mal gucken, ob ich schon das eine Easter Egg finde. Nee. Aber wir werden das irgendwann finden. Ein paar Easter Eggs. Von ein paar YouTubern, sage ich mal so. Und deutlich, schrei nicht so rum. Was gibt's? Ach, Rills? Ich mache einen kleinen Wettbewerb. Schießen, Preise und so. Also hier in der Anlage. Ah
Naja, das klingt doch logisch. Und? Bist du am Start? Klar. Ich dachte, Partys sind nicht so dein Ding. Ja, eine große Sache wird das auch nicht. Aber die Eddies werden knapp und das ist zur Kundenbindung und so. Du könntest ja Knarren direkt aus der Produktion verkaufen. Überspring einfach das stundenlange Basteln an jeder Pistole. Wie? Also wirklich? Klar, bin dabei. Wann? Naja, jetzt! Wir warten auf dich! Bis gleich! Wie jetzt? Ich will aber nicht jetzt. Ach so, ich bin eh zu Hause. Ja, okay. Das ist doch das, oder? Sieht auf jeden Fall danach aus. Ah ne, ein bisschen anders. Sah so ähnlich aus. Wenn ich das sehe, wirst du hier entweder flachgelegt oder umgelegt. Worauf wetten wir? Was ist mir diesmal entgangen? Sag schon. Die Braindance-Puppe verbirgt was. Kein Zufall, dass wir schon zwei Tiger Claws gesehen haben. Das Haus gehört sicher denen. Vielleicht. Arasaka und die Tiger Claws stecken unter einer Decke. Interessant. Jeder Konzern hat Dreck am Stecken, aber die Straße hat eigene Gesetze. Die sind Abschaum. Gangs machen die Drecksarbeit, damit kein Anzug schmutzig wird. Überrascht dich das? Nein. Ich meine, wenn Evelyn verschwinden will, besonders vor Arasaka, braucht sie was Besseres. Ja. Die ganze Scheißsituation stinkt gewaltig, wenn du mich fragst. Du glaubst, Judy hat gelogen? Warum? Nenn es einfach Intuition, wie. Schon mal davon gehört? Ah, verstehe. Du hast also keine Ahnung. Sag das doch gleich. Wenn du eine Gummipuppe nimmst und in jedes Loch fängst, ist das ein Seitensprung? Dir? Okay. Zwei? Hä? Ach, ich kann die ändern. So, okay. Ach, das ist das nächste. Oh Gott. Okay. Willkommen im Cloud, wo wir genau wissen, wonach Sie suchen. Bitte verbinden Sie sich mit dem Terminal. Das war Intelligenz, ne? So. Deswegen habe ich mir das aufgespart. Falls wir irgendwann mal was einen Punkt mehr brauchen oder so. Ja, Direct Links sind nicht sicher. Dir ist klar, dass Direct Links nicht sicher sind, oder? Die Malware könnte direkt in meinen Kern vordringen. Und ich sitze dann auf den Ripper-Kosten. Wir brauchen ihre Kerndaten, um ihre Puppe zu finden. Also einen biometrischen Scan? Genau. Falls etwas schief geht, können Sie Beschwerde einreichen. Aber das ist noch nie passiert. Woher wollt ihr wissen, wonach ich suche? Das Cloud weiß alles. Ihr tiefstes Bedürfnis. Wir finden es. Ihre Wünsche werden erfüllt. Und vielleicht geschieht noch mehr. Das Wort weniger kennen wir nicht. Okay, wie funktioniert das? Ein Algorithmus steuert die Motorik der Puppe. Er nimmt ihre Profildaten und verwandelt sie in Echtzeiterlebnisse. Erinnerungsdämpfer auf dem Verhaltenstyp der Puppe verhindern, dass sie sich später erinnert. Es bleibt also keine Spur der Sitzung zurück? Ich könnte ja sagen, aber wo bliebe dann das Mysteriöse und die Spannung? Sobald sie da drin sind, bestimmen sie, was passiert.
Du sagst zwar, dass es nicht gefährlich ist, aber ein Risiko besteht trotzdem. So kann man es ausdrücken. Aber eines ist sicher, sie erleben nie, was sie erwartet hätten. Jetzt bin ich wirklich neugierig. Okay. Okay, dann mal los. Hierbei handelt es sich um eine Live-Sitzung. Es kann also Unerwartetes passieren. Hören Sie aber nicht gleich auf. Ihnen könnte etwas Wunderbares entgehen. Okay. Falls Sie für das, was auf Sie zukommt, nicht bereit sind, können Sie jederzeit abbrechen. Mhm. Wie lautet Ihr Safe Word? Afterlife. Und gespeichert. Bitte warten Sie einen Moment. Ich scanne Ihr Profil. In einigen Sekunden sollten Sie kompatible Puppen sehen. Zwei Treffer. Interessant. Ist das nicht normal, oder? Was heißt schon normal? Sie sind eben einzigartig und haben einen besonderen Geschmack. Unser System kommt damit klar. Also, wer soll es sein? Angel oder Sky? Ich nehme lieber Sky. Eine ausgezeichnete Wahl. Muss ich das jetzt hier eigentlich machen? Und dann führt das Cloud sie in den Himmel. Nein, ich will das nicht machen. Ich suche eine Evelyn Parker. Arbeitet sie hier? Einen Moment, bitte. Evelyn ist momentan nicht verfügbar. Ich muss sie sehen. Es ist wichtig. Der Algorithmus ist unfehlbar. Glauben Sie mir, es wird die beste Puppe für Sie auswählen. Unsere Puppen können ihre Haar- und Augenfarbe ganz ihren Wünschen anpassen. Ich will nur mit ihr reden, mehr nicht. Bitte sorgen Sie sich nicht. Ihre Puppe redet mit Ihnen über was auch immer Sie wollen. Sorry, hat sie endlich was Nützliches gesagt? Scheiß aufs Menü, lassen wir die Kellnerin sitzen und bringen unsere Sonderbestellung direkt zum Chefkoch. Soll heißen? Geh als Kundin rein und halt dich bedeckt. Die wollen nicht, dass wir ihnen in die Karten gucken? Dann spielen wir eben unser eigenes Spiel. Also muss ich bezahlen. Hier, bitte. Toll. Und die Zahlung ist abgeschlossen. Der ganze Stock steht Ihnen zur Verfügung, falls Sie zunächst entspannen möchten. Sky erwarteten Sie in Kabine 9. Verbindung bitte trennen. Das war's? Wir haben strenge Vorschriften, was Wachen angeht. Bitte lassen Sie alle gefährlichen Gegenstände bei mir. Jetzt sind aber viele. Ah, hier. Oh, für dich machen nur zwei die Beine breit. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Fick dich ins Knie, Johnny. Normalerweise kommt nämlich nur eins. Wir kriegen zwei. Also sind wir besonders. Ach, oh Gott. Ich will das irgendwie nicht machen. Ich muss halt aufpassen, was ich hier. Was bist du denn? Hi. Ein Tiger. Da darf ich aber wahrscheinlich nicht rein. Was bist du? Werbetafel. Technische Fähigkeit benutzen. Werfen wir mal einen Blick drauf. Oh. Siehst du's? Was denn? Da ist nichts. Ganz genau. Da sollte ein Anschluss sein, wo die Puppe sich reinklinkt. Rausgerissen worden? Ich frag mich, warum. Blut. Noch frisch. Nicht viel.
stammt eher von einer Wunde als einem Mord. Hm. Okay. Was ist das jetzt hier? Muss ich jetzt hier irgendwas... War wohl nicht der Verrückte. Irgendwas hat sie durchdrehen lassen. Was meinst du? Cyberpsychose? Sieht irgendwie nicht gesund aus. Vielleicht wurde sie gehackt. Klingt verrückt, aber vielleicht wurde sie aus der Ferne gehackt. Netrunner? Seltsam. Okay. Und jetzt? Muss ich das? Ich muss das jetzt machen, ne? Ich bin Sky. Und du musst Valerie sein. Valerie? Nee, lass mal weg. Das könnte interessant werden. Okay, wie? Du stirbst also. Mhm. Woher weißt du, dass ich sterbe? Tief in deinem Innern fürchtest du es. Versteckst dich vor der Furcht. Und wenn schon, was kümmert's dich? Von all den Stimmen in deinem Kopf schreit die lauteste nach Hilfe. Sieh dich um. All das kommt aus dir. Da ist was in diesen Spiegeln. Weit weg. Es ist eine Projektion. Deine innere Natur. Genau, was ich gebraucht habe. Therapie mit einer Robonutte. Es ist nicht meine Absicht, dich zu analysieren. Sowas tue ich nicht. Ich bin hier, um dein tiefstes und geheimstes Bedürfnis zu erfüllen. Ich suche jemanden. Was heißt denn Safe Word Afterlife? Ich suche eine Frau namens Evelyn Parker. Hat hier mal gearbeitet. Weißt du, wo sie ist? Du willst antworten. So viel ist klar. Nur nicht die, die du zu brauchen glaubst. Ich hab dir eine einfache Frage gestellt. Evelyn Parker, sie ist nicht das Wichtigste, nach dem du suchst, oder? Ich rieche deine Angst. Du fürchtest dich vor etwas anderem. Antworte einfach. Sag mir, wo Evelyn ist. Ich hab keine Zeit zum Philosophieren. Warum sagt mir die Managerin, dass sie hier nicht mehr arbeitet? Wann war sie zuletzt hier? Weißt du irgendwas? Evelyn hatte ihre eigene Geschichte, ehe sie mit deiner kollidierte. Aber ich weiß, du wirst sie finden. Du kriegst immer deinen Willen. Aha. Ich dachte, hier werden meine tiefsten Wünsche erfüllt. Sowas habe ich nicht erwartet. Wenn Wünsche unerfüllt bleiben, werden daraus Bedürfnisse. Wir greifen nach ihnen. Und in dein Innerstes, um dich zu verstehen. Und was brauche ich so dringend? Du musst akzeptieren, dass du schon mal gestorben bist. Wieder anfangen zu leben. Okay. Leicht gesagt. Ich lasse es lieber noch ein wenig an mir nagen. Die Angst vor dem Tod steckt hinter allem, was wir tun. Du hast Angst, weil du deine Träume aufgegeben hast. Et? Was Nein. ist daraus geworden, die Beste in Night City zu werden? Ich will immer noch die Beste sein. Das habe ich nie aufgegeben.
Aber die Chance, das noch zu schaffen, wird immer kleiner. Ich wollte nur, dass die Welt weiß, dass ich hier war. Dass ich was bedeutete. Statt deines Traums durchlebst du einen Albtraum. Du hast Angst, ausgelöscht zu werden. Als hättest du nie existiert. Oder ist es nur die Angst, jemand anderes zu werden? Anders als jetzt. Safe word after... Ich weiß nicht. Hey, rede mit mir. Ich werde nicht ganz sterben. Die, die ich verloren habe, leben durch mich weiter. Das werde ich auch sein. Eine Erinnerung. Oder nur eine nervige Stimme im Kopf eines Fremden. Du siehst den Tod nicht als Zerstörung oder das Ende, sondern als Veränderung. Das allein könnte dein Leben retten. Ich habe Angst, jemand anderes zu werden und zu vergessen, wer ich bin. Du wirst schon jemand anderes. Jede Sekunde, jeden Tag. Trotzdem, ich spüre eine Verbindung zu meinem früheren und zukünftigen Ich. Was du wirklich fürchtest, ist jemand zu werden, den du nicht mehr wiedererkennst. Mhm. Ja, ich weiß jetzt nicht, was hiernach passiert. Deswegen, woran denkst du gerade? Ich verabschiede mich schon mal für diese Folge. Und wenn jetzt hiernach, also ich verabschiede mich im Voraus. Falls nämlich wieder so eine lustige Szene kommt, die ich nicht auf YouTube bringen kann, muss ich diese rausschneiden. Deswegen, oder unscharf machen. Aber die Folge ist eh schon 31 Minuten. Deswegen, falls jetzt noch was passiert, was wichtig ist oder so, dann lasse ich es drin. Oder deswegen, also wir sind ja auch eh schon drüber. Deswegen mal gucken, was jetzt hier passiert. Achso, und bis zur nächsten Folge. Also die Folge endet, aber die nächste Folge fängt entweder an, was da kommt und was jetzt. Oder mit irgendwas rausgekattet. Woran denkst du gerade? So, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.